Okay, gut. Also, ich weiß jetzt nicht, was ich hier noch sehen soll. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Verdammt, er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Ich habe keine Ahnung, wo wir jetzt suchen sollen. Also gehe ich einfach mal... alles ab hier. So, hier ist schon der Rand der Markierung. Und ich probiere ja mal einfach alles abzusuchen. Irgendwo muss es ja sein. So. Hier ist nichts. Bin ich schon wieder außerhalb. Okay. Irgendwo hier muss doch was sein. Komm schon. Oder ich weiß nicht, ist der wirklich auf den Baum geklettert? Oder kann ich das Ding einfach wegsprengen? Nö. Vielleicht mit einer Bombe? So. Ach, wenn ich es einfach. Diese Schrägen kann ich nie wirklich gut erwischen. Nö. Ich probiere es trotzdem mal aus. Vielleicht kann ich es ja aufspringen. Hoppla. So. Hier, Cartage mache ich mal rein. Und dann schauen wir mal, vielleicht kann ich es ja sprengen. Obwohl es Blödsinn ist. Es steht ja, finde das Lager des Werwolfs mit Hilfe deiner Hexersinne. Aber er zeigt mir nichts anders an. Ja, was soll's? Ist ja nur eine Bombe. Probieren wir es mal. Ja. Gut. Verdammt. Er ist auf den Baum geklettert. Da komme ich nicht drauf. Vielleicht finde ich sonst noch was auf dem Boden. Was willst du denn am Boden finden? Ja, hier ist die Spur rot, aber hier kann ich mir nichts ansehen. Ich glaube, ich bin gerade echt blind. Seht ihr was, was ich übersehen habe? Aber er sagt ja auch auf dem Boden. Vielleicht finden wir was auf dem Boden. Aber die einzige Spur, die ich hier noch habe, ist das hier. Und das lässt er mich nicht... Das will er irgendwie nicht untersuchen. Ha. Was will er denn sonst noch auf dem Boden finden? So, also... Hier haben wir die Leiche, vielleicht von Hannah, wir wissen es nicht so genau. Hier. Ist der Hund gewesen. Also das Monster ist von hier nach da. Und von da dann weiter hergelaufen. So. Oh Mann. Wenn ich ein Wolf wäre, wo würde ich dann mein Lager einschlagen? Aufschlagen. Natürlich auf dem Baum, weil der Witcher gerade gesagt hat, er kommt da nicht hoch. Haha. Aber das hilft mir nichts, wenn ich den Boden absuchen soll. Nö, hier gibt's auch nichts mehr. Irgendwas habe ich noch übersehen. So, wo war jetzt hier gleich nochmal? Hier ist der Hund. Ne, den kann ich auch nicht mehr anschauen. Ah.
So groß ist das Gebiet nicht. Das kann doch nicht sein, dass ich das einfach nicht finde. So, lesen wir hier nochmal kurz rein in die Quest. Ach nö, das ist ja eine Nebenquest, genau. Wildes Herz. Ja. Wir haben noch nichts Neues rausgefunden. Wir haben nur rausgefunden, dass ich anscheinend unfähig bin, das blöde Versteck dieses Werwolfs zu finden. Aber wie komisch ist denn das, dass das so ein Felsen am Baum lehnt? Dann muss ich doch irgendwie... Irgendwas stimmt da aber nicht. Das muss doch so gehen. Wo soll denn das sonst sein? Weg da mit dir, du blöder Stein. Hier ist aber sonst auch nichts. Also kein anderer Eingang. Ich weiß es nicht, Leute. Leute, ich weiß es wirklich nicht. Hoch komme ich ja nicht. Nö. Kann ich das irgendwie verschieben? Aber hier dahinter wird doch nicht irgendein blöder Eingang sein. Das ergibt ja überhaupt keinen Sinn. Ja, also da das recht langweilig für euch ist, blende ich mich jetzt mal kurz weg. Und sobald die schlaue Endlin draufgekommen ist, wo das dumme Versteck... War hier was Rotes? Hab's gefunden. Oh, das Windding hier. Ein Fellbüschel. Wer das verloren hat, hat eine Weile nicht gebadet. Ah, okay, dann ist nichts mit Ausblenden. Das war ja winzig. Läuft er hier im Kreis? So. Wir folgen der Duftspur, die sicher sehr lecker ist, wenn sie zu einem Werwolf gehört. So. Ich laufe hier einfach mal blind weiter. Männerkleidung. Zerrissen, aber ohne Blutspuren. Wer reißt sich denn die Kleider vom Leib und lässt sie im Wald? Ein Mann, der sich in einen Werwolf verwandelt. Ha. Hier hinten steht mal eine Hütte. Sieht aus wie die Unterkunft eines Jägers. Gut. Klopf, klopf. Jemand zu Hause? Niemand ist zu Hause. Briefe? Komm schon, heb die Briefe auf, Geralt. Notizen. Von wem die wohl sind? Alle mitnehmen und gleich lesen.
Ich bin, wer ich bin. Das kann ich nicht ändern. Hemden aus Petersilie und Tränke aus den Tränen von Jungfrauen mögen in den Märchen der alten Frauen zwar helfen, aber nicht bei mir. Ich muss mich damit abfinden. Mit Hannas Liebe und eiserner Disziplin habe ich einen Weg gefunden, damit umzugehen. Aber ich muss mich im Wald verstecken, bevor der Vollmond aufgeht. Ich muss weit weg sein von allen, weit weg von Hannah. Der Anfall kommt und geht. Ich wache mit Wunden an den Händen und dem Geschmack von Blut im Mund auf. Vielleicht ist es auch besser, dass ich mich nicht erinnere. Beute mit Pfeil und Bogen zu erlegen ist eine Sache. Sie mit Zähnen und Klauen zu zerreißen eine andere. Zumindest kann ich hier, tief im Wald, niemanden verletzen. Gütige Melidele, wache über alle, die zu nahe kommen. Gut. Schlüssel benötigt, okay. Wenn er meint, er muss hier alles von mir verstecken, wäre ja nicht so, als würde ich alles mitgehen lassen. Voll ungehobelt hier. Gibt es hier sonst noch was zu entdecken? Nö, das meinte ich nicht. Gut. Dann gehen wir jetzt mal raus. Ach nö, hier war noch was. Oder? Ja gut, aber die kriege ich nicht auf ohne Schlüssel. Das ist natürlich doof. So. Hier ist auch nichts mehr. Und hier... auch nix. Gut, dann schauen wir mal draußen weiter. Hier ist noch was. Hm, das Blut ist nicht lange trocken. Er wurde hergeschleift. Aber von wo? Oha. Oha, oha. Lieber Mr. Werwolf, ich habe Sie sehr lieb. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mich nicht sofort in Stücke reißen würden. Gezeichnet Ihr Geralt von Riva. Auftragshexer wider Willen. Hier mit dem Nebel warte ich schon wieder auf die... Oh shit. Auf die Neblinge. Oh. Leider stehen hier nirgends mehr Kisten für mich rum. Voll fies. Oh Gott. Was für ein Massaker. Was für ein Massaker, Leute. Der hat hier alles seine... Puh. Alles tot hier unten. Gammelt. Der Geruch ist auch widerlich. Die Pilze sprießen hier. Gut, aber er versucht seinen Hunger wenigstens... Oh, ich glaube, ich bin schon zu weit. Ich muss noch was anderes finden. Ach, da war ich schon, okay. Ist ein bisschen schwer, sich hier zu orientieren. Der sah mal edel aus. Gut, mit meinen Hexersinnen finde ich hier jetzt auch nichts mehr.
Außer noch mehr Blut und noch mehr Leichen. Gut. Oder nicht gut, besser gesagt. Irgendwas fehlt mir hier anscheinend noch. Okay, hier oben scheint irgendwas zu sein. Kommen wir aber nicht hoch. Ja, von hier sind wir ja reingekommen. Ja. Gut, so. Also. Ich gehe dann einfach mal stur weiter. Wohin mich der Weg halt so... Ach so, das ist alles. Ich dachte, hier geht's noch weiter. Also entgeht mir doch wieder was. Super. Irgendwie, die Quests hier sind alle zum Verlaufen. Zumindest für mich. Diese dummen Höhlensysteme. Gut. Herr Wolf, wo sind Sie? Herr Wolf, wir müssen etwas bereden. Sie sind ein bisschen zu grob. Herr Wolf? Nur einen Moment, Herr Wolf. Also ich finde hier mal gar nichts mehr. Schauen wir mal, was will er denn von mir? Da draußen ist irgendwas, da oben ist irgendwas. Da hinten können wir noch Pflänzchen mitnehmen, weil es gerade so schön ist. Und dann haben wir alles durchsucht. Aber anscheinend muss hier noch was geben, sonst würde er mich ja aktualisieren. Die Quest aktualisieren. Aber gut, vielleicht gibt es ja sonst nichts. Durchsuche das Versteck des Wolfs und warte auf Einbruch der Dunkelheit. So. Oh, ein Bär. Komm schon. So. Bärenfell kann man ganz gut verkaufen. Von dem her bin ich happy. If you're happy and you know it, clap your hands. Jetzt sind wir doch aus dieser blöden Höhle draußen. Da hinten ist noch einer. Überall Bären.